Mit der aktuellen Wissenschaft haben wir jetzt aber eine gute Chance, wirksame Medizin gegen Alterskrankheiten zu entwickeln. Niemand müsste mehr seine Angehörigen an Alzheimer, Krebs oder anderen Alterskrankheiten leiden sehen. Wählen Sie die Partei für Gesundheitsforschung. Also wir sind die Partei für Gesundheitsforschung. Wir sind eine Themenpartei und wir wollen die Entwicklung wirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten beschleunigen, weil über 90% von uns im Alter an einer dieser Krankheiten leidet, also wie Alzheimer, Krebs, Diabetes, Herzinfarkt und so weiter. Und mit der heutigen Technologie und der Wissenschaft haben wir nun endlich die Chance, wirksame Medizin dagegen zu entwickeln. Und wir wollen halt, dass der Staat da mehr investiert in diese Forschung und dass die Entwicklung dadurch einfach beschleunigt wird und wir diese Medizin schon ein paar Jahre früher haben und das Leid halt früher gestoppt werden kann. Die großen Parteien, die werden das Thema erst aufnehmen, wenn die Bevölkerung das fordert. Also wenn es zum Beispiel Demonstrationen gibt für mehr Forschung oder so. Und wir haben uns halt überlegt, dass da die Partei halt eine sehr gute Möglichkeit ist, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Uns geht es in erster Linie um die Öffentlichkeitsarbeit. Also wir denken, wir hatten ja letztes Jahr in Berlin, das war unsere erste Wahlteilnahme gewesen und da hatten wir schon 0,5% der Zweitstimmen bekommen, obwohl wir halt in Berlin auch noch sehr unbekannt sind. Und wir denken halt, dass wenn wir in Zukunft bekannter werden, dass wir durchaus eine Chance auf 2 oder 3% haben und dass das dann schon ausreicht, dass die anderen großen Parteien wie SPD und CDU dieses Thema verstärkt aufnehmen. Flyer verteilen, Pressekonferenzen veranstalten, Demonstrationen veranstalten, wir Infostände machen wir. Ja, also über die Partei kann man halt sehr gut Öffentlichkeitsarbeit machen und auf dieses Thema halt aufmerksam machen. Also Spaß ist es nicht, uns geht es ja um das Thema, also es ist sehr ernst. Uns geht es jetzt nicht in erster Linie darum, die 5% zu schaffen. Also wir denken, wir können unser Ziel auch erreichen, wenn wir nur 2 oder 3% erreichen bei zukünftigen Wahlen. Wir haben nur dieses eine Thema. Also wir halten uns wirklich, das steht auch in unserer Satzung drin, dass wir uns aus allen anderen politischen Themen raushalten.